Welcome back to another German Food Review, and it's Burger King time. Burger King, a bag full of taste, and that's a new burger, and there are quite a lot of new burger available. Look at that, 1, 2, 3, 4, 5, and this one here looks really interesting, long pulled pork. Yeah, maybe this is the next one, or the onion barbecue whopper, or one of these here, don't know, and yeah, extra onion rings, extra large, not sure, or just... yeah, with the special secret inside. So that's the burger here, Beer Barbecue Steakhouse. Let's click it. And what's so special about this burger? There is beer flavor in the bun. Beer bun. And a beer barbecue sauce. Okay, let's check that out in a second. Calories 650. Salt or, yeah, let's say 2.5 gram. Okay, and the onion rings, let's check that quick. Here they are. Okay, there's also beer flavor in the coating. Calories for that, that's a small portion, so I guess that's correct. 400, oh, okay, a lot of grease in it, I think. So let's check that. And as you can see, no napkins, very nice. I like that. Here are the onion rings. And here's the BS. Okay, BS. I hope it is not BS. Yeah, and one thing. The price is ridiculous high for this burger. 5 euro for that burger. Too much, I would say. And 2 euro and 29 for the extra onion rings. Location and so on. Yeah, okay. Let's take a look at these guys. Oh, okay. Yeah, they are large. Sniff test. And smells like deep fried stuff. Okay, let's unwrap the burger. So calories in total, let's say 1,100. That burger feels really flat. I hope everything is okay. Yeah. Compare this to the McDonald's burger from yesterday. And you know why McDonald's is the leader. Yeah, but taste is important. But come on, look at this piece of something here. Anyway, yeah, not sure about the... let's put it on the floor, right? Yeah. No, I don't want it. Okay, empty. Get rid of this messy thing here, and I have to search for a few napkins because this burger is a messy burger. So, okay. Yep. Let's try this stuff here first. Let's start with the smaller one. There should be an onion inside. Oh, and there is really an onion inside. And it should taste like beer. So let's try that. Here we go. It tastes like onion ring and not like beer. Maybe that was a regular onion ring. So let's try a larger one. This one here. Yeah, it tastes good, of course. There's a lot of grease in it. But beer? No. What is that? But nice and crispy. Yeah. Yeah, not really bad. It's greasy. It's not really salty, actually. It tastes like onion. That's good. But beer flavor, no. Here's the onion. No idea. Barbecue. Not any napkins. There are some napkins. Okay, special bun with beer flavor in it. And some stuff on it. Looks like... oats, maybe, and oh boy, lettuce and mayo. Yeah, basically, it is a whopper with cheese and special barbecue sauce. Here, the onion rings and super juicy tomatoes, one beef patty,
Nothing on the bottom, €5. That's too much. I'm sorry, Burger King, that is too much. Here we go. Not sure about the beer flavor. It's just like barbecue sauce, but this one isn't really smoky, which is good for me. Yeah, I would call this tasty. Let's try it. Maybe there's flavor in the bun. I don't think so, but maybe I'm wrong. So, which side? Mess right here. Mm-hmm. Yeah, tastes good, of course. Beef. Grilled flavor. The barbecue sauce is quite nice, but not, yeah, beer barbecue sauce. Here we go. But the bun tastes a little different. Is it beer? Don't know. Let's try it again. Super soft. Here we go. Not sure about the beer part, but yeah, it's a tasty burger for €5. Too much, here we go. Tastes like a Whopper with barbecue sauce. Oh, nice onion flavor. Beef. Oh, works, but would you pay €5 for this? Let me know in the comments below. A regular Whopper is €4. And I guess there are also reduced offers, so here we go. Tastes actually like onion. That's nice. Here's the cheese. One slice of cheese. Here we go. Yeah, I'm not sure about, but it looks like it's the correct bun. I can't taste the beer. Yeah, if you know this burger, please let me know if you can taste beer. I can't. The sauce is quite nice, but also doesn't taste like beer. And the beef is, of course, nice. The cheese is nice. Onions. So it's a thumbs up. But I wouldn't buy this again because it's overpriced, in my opinion. €5 for this. Yeah. Whopper with a different name and cheese. It's too much. This here is also tasty. Your onion rings, greasy onion rings with onion flavor. Also thumbs up. That's okay, but yeah, don't expect beer flavor. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas Neues von Burger King. Und zwar den Beer Barbecue Steakhouse Burger und Extra Onion Rings. 6er. Waren es 6 oder 7? Weiß ich nicht. Ja, habe ich hier gekauft. Okay. Und der Burger kostet 5€. Da habe ich erstmal einen Schock bekommen. Denn es ist nur ein Patty Burger. Okay. Und dafür finde ich 5€ schon ganz schön viel. Findet ihr das zu viel für diesen Burger oder nicht? Für die extra Onion Rings sind es halt 2,29€. Ja, das ist so der normale Preis. Wie diese Chili Cheese Bites. Oh, das geht so. Und mit denen fangen wir auch erstmal an. Die Kalorien zeige ich euch gleich. Also das ist hier so in so einem Teig. Und der soll angeblich nach Bier schmecken. Und ja, ist natürlich frittiert. Das sieht man ja auch. Und das merkt man auch. Dann ist hier ein Zwiebelring drin. Das Ding werden wir jetzt mal wegnaschen. Here we go. Und es schmeckt natürlich gut. Es schmeckt sogar besser, als ich in Erinnerung habe, die Onion Rings. Es schmeckt richtig nach Zwiebel. Und ja, fettig natürlich. So, wenn ihr nicht so auf Fett steht, dann solltet ihr das nicht kaufen. Das ist mehr so heavy. Und ja, nach Bier schmeckt es leider nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend oder so. Ich weiß auch nicht genau, was erwartet ihr bei Biergeschmack. Hier steht Bierteigmantel.
ja, keine Ahnung, Marketing-Stuff. Kalorien dafür 400, das ist die kleine Portion, die große kostet 1 Euro mehr. Da sind dann 9 Ringe drin. Also wird das hier wahrscheinlich die 400 Kalorien haben. Und dann kommen wir noch zum Burger. Und zwar hier ist der Bier-Barbecue-Steakhouse-Burger. So soll er aussehen. Alles klar. Und da ist gleich Bier im Bun. Und Bier-Barbecue-Soße, okay. Kalorien für den Kollegen 650 und Salz sind so 2,5 Gramm. Alles klar. Ja, wenn ihr den kennt, testet, wie auch immer, schreibt mir Bescheid, ob bei euch das anders geschmeckt hat. Wie ich euch gleich sagen werde. Also erstmal, das Brötchen sieht eigentlich ganz schick aus, aber der Burger war irgendwie, ja, ich meine, ich dachte, der ist messiger, sagt man es so. Aber es geht eigentlich, aber trotzdem sieht er irgendwie nicht schick aus. Aber das Brötchen, das fühlt sich wirklich super an. Ja, an dem Brötchen gibt es nichts auszusetzen, außer dass es nicht nach Bier schmeckt. Und ich werde es jetzt einfach nochmal kosten. Here we go. Schmeckt irgendwie, ja, dunkel, aber Bier, weiß ich nicht. Alles klar, dann ist hier drauf Salat, Mayonnaise, Tomaten, sehr saftige Tomaten, ein gegrilltes Beef Patty, Zwiebeln, eine Käsescheibe. So, es ist quasi ein Whopper mit Käse und Barbecue-Soße. Ein Whopper kostet 3,99, 4,50. Das Ding hier kostet 5 Euro wegen dem speziellen Bun. Alles klar, das muss man sich natürlich überlegen, ob man das haben möchte oder nicht. Right here. Ja, schmeckt natürlich gut, schmeckt wie ein Whopper mit Barbecue-Soße. Das passt eigentlich. Die Barbecue-Soße ist auch nicht sehr rauchig, aber die schmeckt auch nicht nach Bier. Ja, weiß ich nicht genau mit diesem Bier-Ding. Here we go. Es waren keine Servietten dabei. Nicht so gut. Denn bei Burger King braucht man eigentlich immer Servietten. Ja, schmeckt es schlecht? Nein, schmeckt es nicht. Schmeckt es so wie erwartet? Weiß ich auch nicht. Denn irgendwie habe ich einen anderen Geschmack erwartet. Aber da schmeckt einfach wie ein Burger King Burger mit Barbecue-Soße. Oder Whopper mit Barbecue-Soße, habe ich ja schon gesagt. Here we go. Das hier schmeckt halt wie ein Onion Ring. Oh, jetzt ist es leer. Okay, wir wollen nur das kosten. Schön knusprig. Schmeckt trotzdem noch nach Zwiebeln. Ja, schmeckt ganz gut, wenn man was Fettiges haben möchte. Aber Bier, Fehlanzeige, here we go. Insgesamt schmeckt es trotzdem ganz gut. Wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr bereit seid, etwas mehr dafür auszugeben oder ob ihr lieber einen anderen Burger nehmt und den umformt oder so. Here we go. Ich habe noch was vergessen. Es gibt 5 neue Burger. Also schön viele Reviews. Chicken Burger, Western Burger. Das Ding hier sieht interessant aus. Long Pulled Pork. Das klingt gut. Vielleicht den als nächsten oder den Onion Barbecue Whopper. Weiß ich nicht. Das ist einfach ein Whopper mit ja, Onion Rings drauf. Aber ich glaube, der hier, der sieht ganz gut aus. Da kostet ein Menü 6,99 und einzeln kostet das Ding 4,80 oder so oder 4,69. Ja. Here we go. Wie ein Wurm. Also die Dinger kann man schon snacken. Den Bier Barbecue Steakhouse kann man auf jeden Fall essen. Warum heißt der Steakhouse eigentlich? Fällt mir gerade erst auf. Auf dem anderen Steakhouse sind auch geröstete Zwiebeln und so drauf. Ja, ich weiß nicht, irgendwie passt nicht zusammen. Es klingt eher wie ein Bier-Barbecue-Whopper. Oder es sah wie einer geschmeckt. Wie auch immer, schmecken tut auch gut.
kann man auf jeden Fall essen. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Deshalb bekommt es auch einen Daumen nach oben. Wo ich das Ding nochmal kaufen? Wohl eher nicht. Denn ja, da kann man sich auch einen Whopper kaufen für 3,99 oder mit Angeboten noch weniger sogar. Gibt trotzdem für beides einen Daumen nach oben, denn schlecht schmeckt es nicht. Und darum geht es ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.